besser hätte es mich heute nicht erwischen können. Und ich bin richtig gut drauf heute. Also wirklich. Ich kann es mir selber nicht erklären, wieso. Vielleicht kann es daran liegen, mit dem, was ich in der Hosentasche habe. Und zwar dieser Schlüssel. Und dieser Schlüssel könnte euch, glaube ich, ein wenig bekannt vorkommen. Ja, das ist ein Porsche. Doch um welchen Porsche geht es? Ja, vielleicht könnt ihr es da hinten schon erkennen. Ha. Wir haben da den brandneuen Porsche 718 Cayman. Und zwar in Miami-Blau. Genau, dieselbe Farbe wie auch beim Porsche 911 Turbo S. Heute haben wir auch noch einen ganz anderen Plan. Und zwar sind wir jetzt noch ein wenig auf den Landstraßen unterwegs. Und dann geht es direkt auf die Rennstrecke. Mit ganz vielen Kurven. Und da können wir dann richtig austesten, was der hier eigentlich so drauf hat. Und da bin ich wirklich gespannt. Mein erster Eindruck bis jetzt ist eigentlich wirklich gut. Wir hatten ja schon den Boxster S gehabt, ja, mit 350 PS. Das ist jetzt der normale Cayman in Anführungsstrichen mit dem 2 Liter Vierzylindermotor und 300 PS. Mich würde mal interessieren, immer noch, wie gefällt euch die Farbe, wie gefällt euch das Auto? Schreibt es doch mal runter in die Kommentare. Das würde mich doch mal wirklich interessieren. Und wenn wir hier rüber gehen, sehen wir auch schon, haben wir auf Prollmodus gestellt. Hier der Heckspoiler ausgefahren. Und ich glaube, heute ist mein absoluter Glückstag, denn ich habe einen Tunnel gefunden. Ich muss eh wieder zurückfahren, deshalb drehe ich jetzt einfach mal um. Also ich glaube, ich habe den besten Tunnel gefunden, den man überhaupt finden kann. Hammergeil. Also vom Sound her für einen Vierzylindermotor ist das schon richtig gut. So, ich habe jetzt mal eine kleine Pause gemacht. Wir sind hier unterwegs auf schwedischen Landstraßen. Wunderschön hier auch so durch den Wald durchgefahren. Aber es ist wirklich kein Wunder, dass die Rallye-Fahrer aus Schweden wirklich so erfolgreich sind. Bei diesen Straßen, das ist der absolute Oberhammer. Wahnsinn. Der kleine Schlumpf braucht erstmal eine kleine Verschnaufpause und jetzt geht es dann wirklich gleich direkt zur Rennstrecke und dann sehen wir mehr. So Leute, ich bin jetzt auf dem Skurup Raceway hier in der Nähe vom Flughafen bei Malmö und hinter mir seht ihr schon die netten Kurven und die werden wir es dann gleich mit dem Cayman rocken. Ich bin mal gespannt, was er hier auf der Strecke drauf hat. Hier allgemein, die komplette Strecke ist ein bisschen kurvenreich. Hinter uns stehen die Autos und gleich geht's los. So, und jetzt habe ich hier noch eine kleine Streckenführung gefunden. Und wie man sieht, die Strecke an sich ist zwar kurz, ich glaube 2 Kilometer, wenn überhaupt. Und wie man hier sieht, haben wir hier richtig viele Kurven drinnen. Und da wird es richtig interessant bei der Dynamik vom Cayman. So Leute, und jetzt geht es auch schon auf die Rennstrecke drauf. Mal gucken, was das kleine blaue Biest hier drauf hat.
Und hier diese Streckenführung, die ist absolut genial. Und mit dem Cayman kann man hier richtig Spaß haben, denn hier geht es nur noch rechts und links und links und rechts. Vor uns ist jetzt gerade der Instruktor im Porsche 911er. Und ich habe so ein bisschen meine Mühe, da dran zu bleiben mit dem Cayman. Wir haben ja nur die 300 PS Version, aber auch die geht richtig agil um die Kurven, das ist ja der Wahnsinn. Jetzt hier über die Kuppe drauf und dann geht es runter, voll auf die Bremse und nach links. Und ich muss sagen, was mir sehr gut gefällt beim Cayman ist, wie man die Bremse dosieren kann. Also der Bremspunkt ist wunderbar zu dosieren, aber das Beste an dem ganzen Auto ist definitiv das Handling, denn hier kann man Kurvengeschwindigkeiten aufbauen, die sind jenseits von Gut und Böse. Wir haben hier ja das 7-Gang PDK und ich schalte jetzt das manuell und das geht wirklich blitzschnell, untermalt von diesem ganz netten Sound des Turbo-Vierzylinders. Klar, man kann es nicht mehr vergleichen mit den alten Modellen mit dem 6-Zylinder. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer, aber das kann sich auch schon mal hören und auch vor allem sehen lassen. Und mit dabei Sebastian. Sebastian, was sagst du? Kannst du überhaupt noch atmen? Ja, es geht, es geht. Schwierig, aber es funktioniert. Was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, was du auch gesagt hast, also, allein der Eindruck auf dem Beifahrersitz ist, Querkräfte, Querbeschleunigung baut man hier massiv drauf. Das Fahrwerk arbeitet unfassbar gut. Der Motor muss ein wenig abkühlen und dann denke ich auf jeden Fall, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, jetzt bin ich auch mal umgestiegen in den 911 Carrera 4S mit dem Instruktor unterwegs. Und das geht ja alles doch noch mal ein bisschen schneller und spritziger voran als bei meiner Fahrweise. Und er kann uns hier das mal gekonnt zeigen, wie das funktioniert. Und ja, man merkt, dass die Reifen schon auch ein wenig am Limit sind hier. Aber die Jungs da hinten im Cayman haben auch schon ein wenig Mühe, da dran zu bleiben. Auf der Geraden haben wir definitiv ein wenig Vorsprung. Aber dadurch, dass wir hier eine Streckenführung haben mit verdammt vielen Kehren und Kurven, ist das hier eine absolut spaßige Angelegenheit. So, liebe Leute, im Zuge der Wissenschaft müssen wir natürlich auch mal den Cayman S fahren. Wie ihr ja schon wisst, hatten wir den Boxster S gehabt mit 350 PS, aber Schaltgetriebe. Wir haben jetzt das 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe und ich muss ganz ehrlich sagen, man merkt wirklich einen großen Unterschied. Das ist eine komplett andere Charakteristik, die wir hier drin haben. Klar, Schaltgetriebe ist schön, es ist puristisch, man kann selber da so ein bisschen rumrühren, aber bringt es was? Ganz klar, nein, tut es nicht. Man ist mit dem Doppelkupplungsgetriebe, ja, mit Doppelkupplung 4P, ja, das hat man auch nicht in vielen Wörtern drinnen. Damit ist man definitiv super zackig, super schnell unterwegs. Wenn ich hier mal zwei Gänge runterschalte, drauf drücke, presse es hier den Maxi schon in den Sitz rein. Das wäre ihm so in dem Schaltgetriebe wahrscheinlich nicht so extrem passiert. Und das geht hier super zackig. Und ganz wichtig, was wir zum Beispiel mit dem Handschalter nicht haben, ist die Launch Control. Und die Launch Control würde ich euch jetzt gerne zeigen, aber wir haben hier eine Kurve rechts, dann eine Kurve links. Wenn wir das machen würden, dann würden wir ein bisschen früher abfliegen als eigentlich gewünscht, aber nicht in den Himmel, sondern hier in die schwedische Walachei. Und man merkt es, dass er von unten raus ein bisschen mehr Bums hat und Unterschied zum normalen Cayman mit 300 PS oben raus. Hatte durch die 50 PS mehr Leistung diesen etwas brachialeren Schub, den der normale Cayman fehlt. Ja? Und das merkt man hier besonders. Und jetzt haben wir vor uns eine Gerade. Wenn wir eine Gerade haben und ein Doppelkupplungsgetriebe und Launch Control, müssen wir die Bremse komplett durchdrücken. Genauso das Gaspedal. Einmal den ESB-Knopf gedrückt, dann hier drauf drücken. Launch Control aktiviert. Feuer frei. Jawohl. Ja, und hier merkt man das, das geht alles ein bisschen schneller, alles ein bisschen spritziger. Und der Cayman ist gut, der Cayman S ist sozusagen das Sahnehäubchen auf der Kirschtorte, den in Zuffenhausen wunderbar
platziert haben. Mich freut das. Ich habe hier den Maxi auch dabei von Evocars. Magst du vielleicht noch einmal unseren Jungs sagen, was deine Meinung so zu den beiden Fahrzeugen ist? Ja, ich kann dir da eigentlich nur beipflichten. Also beide Autos sind definitiv, würde ich sagen, gute Autos, trotz des Vierzylinders. Hat man natürlich immer beschrien, zwei Töpfe weniger, macht das was? Klar, es macht was, es hat einen anderen Sound. Es ist auch ein anderes Fahrverhalten, könnte man sagen. Also der Turbo ist schon merkbar doch noch während der Fahrt. Das macht das Auto aber nicht unbedingt schlechter. Man muss sich halt nur erstmal daran gewöhnen. Aber wie auch schon gesagt, also das DSG bzw. das PDK bei Porsche macht das Ganze nochmal etwas fahrbarer auch. Da gibt es keine Zugkraftunterbrechung. Und Porsche, würde ich sagen, hat auch wirklich alles getan dafür, dass man am Sound nicht so viel zu meckern hat. Es ist was anderes als ein Sechszylinder. Definitiv. Wir sind die früheren Porsche-Modelle auch schon gefahren mit dem Sechszylinder-Motor. Zum Beispiel den Porsche Cayman GTS. Der hatte Wumms gehabt, der hatte guten Sound gehabt. Hat der auch? Aber man muss umdenken im Kopf, denn das ist ein komplett anderes Fahrerlebnis und darauf muss man sich einstellen. Aber ja, wer es mag? Also da würde ich auch gerade nochmal sagen, da ist halt der Cayman S, finde ich, nochmal ein bisschen besser als der normale Cayman. Einfach, ich glaube, dass es auch vielleicht der variable Turbinengeometrie Lana richtig macht. Die haben 0,5 Liter mehr Hubraum. Richtig, auch das wird seinen Teil dazu beitragen, dass eben das Auto vor allem vom Ansprechverhalten und unten raus, aus den Kurven raus, noch mal ein bisschen besser funktioniert auch. Ne? Gerade bei so einem engen Kurs hat man das schon ein bisschen gemerkt. Und da würde ich sagen, ist es aber auch ganz okay so, dass eben die Modellpalette untereinander ihre Daseinsberechtigung hat. Das teurere Modell funktioniert nun eben doch ein bisschen besser. Das stimmt. Also dann würde ich mal sagen, zurück zur Rennstrecke. Da ziehen wir noch ein Fazit und bis gleich. So, liebe Leute, jetzt hatten wir einen richtig ereignisreichen Tag im Porsche Cayman 718 bzw. 718 Cayman. Jetzt haben sie ja hier die neue Nomenklatur reingebracht. Jetzt heißt er nicht nur Boxster und Cayman, sondern auch 718 mit davor. Wird er den Namen gerecht? Ich sag auf jeden Fall. Würde ich den Cayman oder doch den Cayman S nehmen? Ich sag, ich weiß es nicht, weil ich spüre nicht allzu großen Unterschied. Man ist auf jeden Fall mit beiden Fahrzeugen bedient, ob 300 oder 350 PS, ob 380 oder 420 Newtonmeter, muss jeder für sich selber entscheiden. Meiner Meinung nach legen beide Fahrzeuge eine Top-Performance auf den Start. Hier auch auf dem Racetrack sind sie richtig gut unterwegs. Beide von der Performance richtig, richtig, richtig agil. Und wenn ich mich entscheiden müsste, würde es wahrscheinlich nicht mal nach der Motorisierung gehen, sondern nach der Farbe. Wir hatten schon den Porsche 911 Turbo S in Miami Blau, nun auch den Cayman. Also mittlerweile gefällt mir die Farbe verdammt gut. Ich würde sie jederzeit wieder nehmen. Also Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Für das nächste Video gerne den Kanal abonnieren. Und falls ihr irgendwelche Anmerkungen habt, dann schreibt es unten in die Kommentare rein. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, euer Daniel. So, normalerweise ist das hier echt schon eine schwierige Sache, weil das Auto wirklich, also man merkt dann wirklich das Gewicht. Ich wollte nur mal sagen, 2 Tonnen so nebenbei mal kurz erwähnt. Ja!